Und die Waage ist wahr. In ihr werden die guten und die schlechten Tagen abgewogen, so wie Allah es will. Ebenso glauben wir daran, dass es am Tage der Auferstehung eine Waage geben wird, eine tatsächliche Waage, so wie wir die Waagen kennen. Und auch hier gibt es einige Gelehrte von Ahl Sunnah, die gesagt haben, es gibt mehrere Waagen. Ja, dass es mehrere Waagen geben wird, auf denen gewogen wird. Aber wir sagen, offensichtlicher ist, dass es nur eine einzige Waage gibt. Ja, dass es nur eine einzige Waage gibt. Und in dieser Waage wird gewogen. In dieser Waage wird gewogen. Was wird gewogen? Es gibt hier verschiedene Meinungen. Manche sagen, die Taten der Diener. Wie können die Taten gewogen werden? Die Taten werden vermenschlicht oder verkörperlicht. Ja, die Taten werden verkörperlicht. Das heißt, deine Taten, die du gemacht hast, werden zu einem Körper und dieser wird auf die Waagschale gelegt. Andere sagen, der Mensch an sich wird gewogen. Der Mensch an sich wird gewogen. Und hierzu haben wir beispielsweise die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass am Tage der Auferstehung ein Mensch kommen wird, der sehr dick ist. Ja, sehr dick ist und er wiegt nicht den Flügel von einer Fliege. Ja, den Flügel von einer Fliege. Das heißt, der Mensch wird gewogen. Und die dritte Meinung ist, dass die Tafeln gewogen werden. Das heißt, oder die Bücher, besser gesagt, gewogen werden, die Bücher, in denen die guten und die schlechten Taten, also die Engel auf der rechten und linken Seite schreiben, dass diese gewogen werden. Und andere wiederum sagen, alles wird gewogen. Alles. Ja, alles zusammen wird gewogen. Und wir sagen, das ist eine akzeptierte. Ja, wäre das dann die vierte Meinung? Nein, das ist die vierte Meinung, dass alles gewogen wird. Ja, alles zusammen. Und wir sagen, diese Meinungen gibt es. Ja, diese Meinungen gibt es. Und wir sagen im Endeffekt, das, was gewogen wird, sind was? Deine Taten. Ja, deine Taten. Und diese Waage hat zwei Waagschalen. Sie hat zwei Waagschalen. Wie wir es von einer Waage kennen, ja, auf der einen Seite eine Waagschale, auf der anderen Seite auch eine Waagschale. Eine Waagschale für die guten Taten und eine Waagschale für die schlechten Taten. Eine Waagschale für die guten Taten und eine Waagschale für die schlechten Taten. Und eine Zunge. Und man sieht hier einige Unwissende, die lesen, dass diese Waage eine Zunge hat. Und dann sagen sie, die Waage spricht aufgrund von der Zunge. Aber mit der Zunge ist nicht die Zunge gemeint, wie wir sie haben, dass man damit spricht, sondern, wenn ihr das kennt, auf alten Waagen, wo ihr zwei Waagschalen habt und in der Mitte die Skala, die Einheit, dann habt ihr eine, und das nennt man die Zunge, den Zeiger sozusagen, der anzeigt das Gewicht, ja, der das Gewicht anzeigt, also man kann sagen, einen Zeiger, einen Gewichtsanzeiger, ja, einen Gewichtsanzeiger. Je nachdem, wo mehr Gewicht drin ist, dann zeigt er dir das Verhältnis, dann zeigt er dir das Verhältnis. Und hier sagen wir, wird es Leute geben, deren Waagschale zur einen Seite voll gefüllt ist und zur anderen Seite vollständig leer ist. Und manche, bei denen die Waagschale ausgeglichen ist und manche, bei denen eine Seite überwiegt. Und manche, bei denen eine Seite überwiegt. Hinsichtlich den Leuten, wo nur eine Waagschale benutzt wird, so sind das zum einen die Kuffar. Sind das zum einen die Kuffar, die nur schlechte Taten haben. Die nur schlechte Taten haben und deswegen nur die Waagschale der Sünden voll wird mit Sünden. Aber die Waagschale der guten Taten bleibt leer, da sie keine guten Taten am Tage der Auferstehung haben. Wenn sie in der Dunya gute Taten gemacht haben, dann sagen wir, erhalten sie dafür ihren Lohn in der Dunya.
in der Dunya. Aber am Tage der Auferstehung lässt Allah subhanahu wa ta'ala diese Taten zu Staub zerfallen. Und na, diese Kuffar kommen natürlich für alle Ewigkeiten in Jahannam. Dann haben wir aber auch noch andere Leute, bei denen nur eine Waagschale benutzt wird. Und zwar die andere Waagschale, die Waagschale der guten Taten. Und die Waagschale der Sünden bleibt vollständig leer. Das sind zum einen die Propheten. Die Propheten, bei diesen wird die Waagschale der guten Taten voll und die Waagschale der Sünden bleibt leer. Sodass diese sofort in das Paradies kommen, ohne vorher bestraft zu werden. Kein Prophet wird im Höllenfeuer bestraft. Auch nicht für eine kurze Zeit. Und auch nicht im Grab. Wir haben aber auch noch außerhalb der Propheten Leute, bei denen nur die Waagschale der guten Taten gefüllt wird und die Waagschale der Sünden vollständig leer bleibt. Und wir sagen, jede Person, bei der die Waagschale der Sünden leer bleibt und die Waagschale der guten Taten befüllt wird, kommt ohne vorher bestraft zu werden in das Paradies. Und das sind, wie gesagt, zum einen die Propheten, zum anderen aber auch andere Leute. Wie kann das sein? Entweder sie werden getötet oder machen Kuss vor dem Vortrauten. Entweder sie bereuen all ihre Sünden und sterben. Ja? Sie haben Sünden und sie bereuen aber ihre Sünden. Sie haben Sünden und gute Taten und sie bereuen ihre Sünden und sterben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihre Reue angenommen. Ja, ihre Reue war aufricht und Allah hat diese Reue angenommen. Und so sind sie sündenfrei und sterben. Ja, und sterben. Und natürlich, hier sagen wir, diese Leute werden vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, ohne eine Sünde, aber mit guten Taten, und so werden sie sofort in das Paradies eingehen, ohne vorher bestraft zu werden. Und das zeigt uns was? Dass wir nicht nur bereuen sollen, wenn wir beispielsweise im Ramadan sind, ja, oder beim Jumma-Gebet, nach dem Jumma und so weiter, oder wenn wir in der Moschee sind, sondern zu jedem Zeitpunkt. Warum? Weil der Tod zu jedem Zeitpunkt kommen kann. Und wenn du bereust aufrichtig all deine Sünden und stirbst, dann kommst du ohne Bestrafung ins Paradies. Wenn deine Reue aufrichtig wird. Denn Allah subhanahu wa ta'ala verspricht, dass er die Sünden vergibt, wenn du aufrichtig bereust. Und die andere Personengruppe sind Leute, die Sünden gemacht haben und diese vielleicht auch nicht bereut haben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala prüft sie. Mit Unglücken, die sie treffen, sodass ihre Sünden dafür vergeben werden. Und wir wissen, dass wenn ein Muslim ein Unglück erleidet, er den Lohn für die Geduld bekommt, wenn er geduldig ist auf dem Unglück. Aber der Muslim bekommt keinen Lohn für das Unglück an sich. Das heißt, wenn du geprüft wirst, beispielsweise jemand aus deiner Familie stirbt, dann bekommst du alleine dafür keine Belohnung, sondern dafür, dass du geduldig bist auf diesem Unglück. Das heißt, wenn du dich beschwerst und sagst, ja Allah, warum ich? Warum hast du meine Mutter genommen? Ja? Warum musste meine Mutter sterben? Warum? Nicht nur, dass du keinen Lohn bekommst, sondern du sündigst. Aber wenn du geduldig bist auf diesem Unglück, was dich trifft, dann bekommst du den Lohn dafür. Und wir sagen, der Lohn ist, dass deine Sünden vergeben werden. Dass deine Sünden ausgelöscht werden durch das Unglück. Und so kann es sein, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Allah subhanahu wa ta'ala prüft den Diener so lange, bis er sündenfrei auf dieser Welt läuft. Das heißt, es kann sein, dass du Sünden gemacht hast und diese Sünden niemals bereut hast und trotzdem stehst du ohne Sünden vor Allah subhanahu wa ta'ala und kommst sofort in das Paradies. Warum? Weil er dich mit Unglücken geprüft hat
und du geduldig warst. Und du geduldig warst. Und wie gesagt, diese Personen kommen allesamt sofort in das Paradies. Dann gibt es Leute, bei denen die Waagschale der guten Taten überwiegen wird. Bei denen die Waagschale der guten Taten überwiegen wird, aber auch die Waagschale der Sünden gefüllt wird. Das heißt, er hat Sünden, die in die Waagschale kommen, und er hat gute Taten, die in die andere Waagschale kommen. Aber die Waagschale der guten Taten überwiegt. Und hier sagen wir, kommt diese Person für die Sünden, die sie gemacht hat, in Zölfe oder nicht? Wir sagen nein. Wenn die guten Taten überwiegen, dann kommt diese Person ebenso sofort in das Paradies und wird nicht für die Sünden, die auf der Waagschale der schlechten Taten sind, in Jahannam bestraft. Das heißt, solange deine guten Taten besser waren als oder mehr waren als deine schlechten Taten, kommst du ebenso sofort in das Paradies, ohne vorher bestraft zu werden. Die Frage, inshallah, zum Schluss. Ja? Die Frage, inshallah, zum Schluss. Ebenso ist die Möglichkeit, dass eine Person gleich viele gute und schlechte Taten hat. Das heißt, die Waagschale der guten und die schlechten Taten ist genau gleich. Das heißt, die Zunge, der Zeiger ist genau mittig. Und hier sagen wir, kommt diese Person ebenso ohne vorherige Strafe in das Paradies. In das Paradies, da die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala seinen Zorn überholt. Ja? Da die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala seinen Zorn überholt. Die nächste Möglichkeit ist, dass die Sünden auf der Waagschale mehr sind als die guten Taten. Und hier sagen wir, gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt dir diese Sünden, die auf der Waagschale der Sünden sind, allesamt. Oder so viel, dass die guten Taten mehr sind. Das heißt, du hast als Beispiel 100 gute Taten und 200 Sünden. Aber Allah subhanahu wa ta'ala vergibt die 150 Sünden. Das heißt, er hat dir nicht all deine Sünden vergeben. Aber nachdem Allah subhanahu wa ta'ala dir die Sünden vergeben hat, hast du letztendlich mehr gute Taten als schlechte Taten. Also gehst du ebenso sofort in das Paradies, obwohl deine Sünden anfangs mehr waren als deine guten Taten. Warum? Durch die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala. Die zweite Möglichkeit ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir die Sünden allesamt vergibt. Auch hier gehst du sofort in das Paradies ein. Und die dritte Möglichkeit ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir einige Sünden vergibt, aber trotzdem die Sünden der Waagschale immer noch überwiegt. Du hast beispielsweise 200 Sünden und 100 gute Taten und 50 Sünden vergibt dir Allah subhanahu wa ta'ala. Trotzdem hast du immer noch 150 Sünden. Das heißt, die Waagschale der Sünden überwiegt. Und so gehst du in das Höllenfeuer, um die Strafe abzusitzen. Und deine Sünden werden vergolten für die Strafe in Jahannam. Das heißt, durch die Strafe in Jahannam werden die Sünden weniger und weniger und weniger. Wann kommst du aus Jahannam raus? Nicht, wenn alle Sünden verziehen sind, sondern wenn die Sünden wieder, sozusagen, wenn du sie abgesessen hast, bis die Sünden und die guten Taten wieder gleich sind. Weil wir haben gesagt, derjenige, dessen Sünden und gute Taten gleich auf sind, geht in das Paradies. Das heißt, diese Person, die auf der Waagschale 150 Sünden hat und 100 gute Taten, geht für diese 50 Sünden in Jahannam. Aber nicht für die 150.
Und wir sagen, der